Wenn sich diese Männer auf den Weg zur Arbeit machen, wissen sie oft nicht, was sie erwartet. Ui, haben wir doch was gefunden, ne? Hier ist so viel Schmuck, da könnte man einen ganzen Juwelierladen mit auslegen. Hier haben wir doch auch mal ein Kunstwerk. Ihr Job? In Wohnungen und Häusern von einsam Verstorbenen nach allem suchen, was wertvoll ist und Hinweise auf mögliche Erben bietet. Ich muss ja wirklich sicherstellen, dass keiner hier etwas versteckt hat. Mit allen Mitteln versuchen sie, Licht ins Dunkle zu bringen. Wir müssen nicht, dass sie den Strom abgeschaltet haben. Das ist natürlich auch möglich. Ist Licht jetzt da? Der Blick hinter die Kulissen von vermeintlichen Heile-Welt-Familien, er ist oft ein Blick in seelische Abgründe. Man hat schon Mitleid bei diesen Menschen, die kaufen und machen sich auf ihre Weise damit glücklich. Doch ungeachtet der persönlichen Schicksale, die Nachlasspfleger suchen mit detektivischem Gespür in all dem Durcheinander nach echten Werten. Das ist wirklich hier so eine Schatzsuchengeschichte. Bernburg in Sachsen-Anhalt. Hier in dieser Plattenbausiedlung lebte jahrelang ein älteres Ehepaar. Erst starb die Frau, ein halbes Jahr später der hochbetagte Mann. Ein neuer Auftrag für Anwalt Lutz Bär und seinen Mitarbeiter Frank Altmann. Erben gibt es bisher genauso wenig wie ein Testament. Das ist eine Sendung ist da für ihn in der Abholfiliale. Das ist allerdings schon eine ältere Benachrichtigung, müssen wir erstmal noch mal klären, die er übergeht. Im Auftrag des Gerichts waren sie bereits vor ein paar Wochen in dieser Wohnung und suchten vergeblich nach einem Testament. Deshalb wissen die beiden, was sie gleich erwartet. Naja, also eine Wohnung, die sehr gefüllt ist mit verschiedenen Dingen. Also der Erblasser hat Münzen gesammelt, hat viele Bücher, hat also unheimlich viele Dinge in der Wohnung. Und naja, es ist also schon mal durchsucht worden und zwar relativ gründlich, weil wir da schon was anderes gesucht haben. Und es wird also weniger geordnet wirken, wenn man es sich anguckt. Jetzt müssen sie die wertvollen Dinge finden, die es nach ihren Erfahrungswerten ganz sicher gibt. Denn auf dem Konto sind mehrere 10.000 Euro. Bevor sie mit der Suche starten, letzte Sicherheitsmaßnahmen. Solange man nicht sicher weiß, was eigentlich auf einen zukommt, und wenn man lange nicht in der Wohnung war, weiß man es ja auch nicht, machen wir das eigentlich zur Sicherheit immer. In der Wohnung stehen die beiden Männer vor einem großen Problem. Es gibt kein Licht. In der völlig zugestellten Zwei-Zimmer-Wohnung beginnt im Dämmerlicht die Suche nach dem Sicherungskasten. Ich hab was. Oder? Nee. Noch nichts. Das kann doch nur hier draußen bei dem Wohnung draußen im Flur sein. Nee. Suchen und finden das Prinzip. Also im Flur nicht. Ich konnte nur noch eigentlich Bad eventuell sein. Das sieht halt ganz schlecht aus. Heidmann, haben Sie was? Da war es nichts. Meistens eine Küche. Man weiß nicht, dass sie den Strom abgeschaltet haben. Das ist natürlich auch möglich. Ich guck mal, ob ich hier was ankriege. Ist Licht jetzt da? Ich teste. Licht kommt nicht. Na, dann haben sie ihn abgeschaltet. Also ich habe die jetzt noch mal. Haben Sie die Sicherung drin? Hoch und runter. Nee, das sind Schalter. Okay. Hoch und runter gemacht, also. Da geht nix. Nix. Nee. Haben sie abgeschaltet. Ja. Schade. Was die beiden trotz erschwerter Arbeitsbedingungen in dieser Wohnung finden, dazu gleich mehr. Knapp 450 Kilometer weiter westlich im rheinland-pfälzischen Lahnstein. Nachlasspfleger Stefan Mross hat heute Morgen seinen Vater mitgebracht, einen gelernten Schlosser, der ihm bei neuen Fällen wie diesem hilft. Das hier ist jetzt das alte Schloss, das müssen wir jetzt austauschen. Ja. Ja, kannst du das vielleicht dann gerade machen, dann haben wir das als erstes erledigt. Ja. Dass wir dann das neue Schloss da einbauen. Ich muss sicherstellen, dass keine dritten Personen hier ins Haus gehen. Und wenn das alte Schloss noch eingebaut ist, vielleicht schon über viele Jahre, ist für mich ja ungewiss, wie viele Schlüssel vielleicht noch im Umlauf sind. So, vollendet. Einwandfrei.
Obwohl er pro Monat etwa 2 neue Erbfälle bekommt, braucht Stefan Ross keine neuen Schlösser zu kaufen. Er benutzt die aus den alten Häusern. Sein erster Gang als Nachlasspfleger führt ihn zum Zählerkasten. Das Haus wurde mir übergeben von dem Ehemann der Verstorbenen. Die Verstorbene war Alleineigentümerin. Jetzt muss ich halt die Zählerstände ablesen, Strom, Gas, Wasser, weil bis zum jetzigen Zeitpunkt das ja alles noch auf den Ehemann lief. Und ich muss das jetzt entsprechend ummelden, weil das dann ab jetzt auf den Nachlass läuft. Die verstorbene Dame hatte zwar Ehemann und Sohn, doch beide haben das hochverschuldete Erbe ausgeschlagen. Bis zu ihrem Tod wusste keiner aus der Familie, dass die ältere Dame offenbar kaufsüchtig war. Bei diesen Menschen handelt es sich oft um kranke Menschen, die kaufen und kaufen und machen sich auf ihre Weise damit glücklich, befriedigen sich damit. Für uns gesunde Menschen, in Anführungszeichen, ist das natürlich nicht nachvollziehbar. Aber diese psychisch erkrankten Menschen, die denken halt nicht so wie wir. Und man ist dann immer schnell dabei, das zu beurteilen und negativ zu sehen, lässt aber außer Acht, dass diese Menschen einfach krank sind und manchmal dafür gar nichts können. Besonders bitter, wenn die Familie zu spät merkt, dass die vermeintlich heile Welt längst zerbrochen ist. Der Mann ist halt das Opfer in dem Sinne, weil er halt ausziehen muss aus dem Familienobjekt in eine kleine Mietwohnung. Das hat er sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt. Er ist jetzt auch fast 80 Jahre alt und hat wahrscheinlich gedacht, dass er bis zu seinem Lebensende hier wohnen kann, was sich aber jetzt dann nicht erfüllt. Die Dame, die mit Mitte 70 starb, war alleinige Eigentümerin des Hauses und verschuldete sich, offenbar unbemerkt von der Familie, wegen ihrer Kaufsucht. Das ist alles Modeschmuck. Aber ich lasse das halt noch mal genau prüfen, die Werthaltigkeit bei meinem Juwelier. Also sie hat wahrscheinlich alles, was ihr gefallen hat, gekauft und hat da überhaupt kein Gefühl mehr für die Sache gehabt. Selbst wenn das alles Modeschmuck ist, der muss ja auch gekauft werden. Und in dieser Masse kommen da natürlich auch ein paar Euro zusammen. Der Nachlasspfleger muss jetzt alles, was sich im Haus an Wertvollem befindet, aufspüren. Denn aus dem Erlös dessen, was noch da ist an materiellem Besitz, wird auch er bezahlt. Wenn eine Immobilie da ist und diese Immobilie verkauft wird, dann sind grundsätzlich die Kosten des Nachlasspflegers oder der Nachlasspflegschaft auch beim Gericht, die sind immer vorrangig vor allen sonstigen Gläubigern. Wenn es aber so ist, dass jetzt eine ganz normale Mietwohnung da ist und es ist alles überschuldet und es ist auch überhaupt nichts zu verwerten, dann wird das aus der Staatskasse gezahlt. Bei so einem großen Nachlass hat der 45-Jährige alle Hände voll zu tun. Und die Arbeit hier ist erst der Anfang. Das sind ja so viele kleine Details. Also wenn ich überlege, jetzt ist hier eine ganz kleine Minikette, die ist ja, die könnte Silber sein, aber dann so gut wie nichts wert, weil der Silber ja eh keinen großen Wert hat im Moment. Und dann sitzt man dann nachher im Büro und fängt an zu sortieren. Das heißt, zum einen hat man den ganzen Papierkram, der ja auch sehr, sehr oft nicht sortiert ist. Man sitzt dann auf dem Boden und muss sich komplett ausbreiten im Büro und erstmal alles sortieren, dann ordentlich in Ordner abheften. Bei dem Schmuck ist es genauso. Ja, das ist schon viel Kleinkram. Hier stehen ja auch noch mal Kästchen rum. In jeder Ecke steht ein Kästchen. Auch wieder Modeschmuck. Da unten ist noch ein weiteres Kästchen. Ja, das gleiche Bild. Es zieht sich durch das ganze Zimmer. Hier ist so viel Schmuck, da könnte man einen ganzen Juwelierladen mit auslegen. In Bernburg in Sachsen-Anhalt sind Anwalt Lutz Bär und sein Mitarbeiter in diesem Haus auf der Suche nach verborgenen Schätzen und tappen dabei im wahrsten Sinne des Wortes im Dunkeln. Die Schalter funktionieren, aber Licht scheint keins zu kommen. Ich nehme an, der Stromanbieter hat den Strom abgeschaltet. Wir müssten eventuell mal den großen Scheinwerfer nehmen. Ja, ich denke auch. Ich habe den Schalter gerade hier betätigt, da kommt nichts. Okay, da müssen wir umdisponieren und das mal so ein bisschen auf Minimum reduzieren, weil ohne Licht können wir bei dem Umfang, was hier zu durchsuchen ist, hier nicht so viel machen. Dabei liegt eine Menge Arbeit vor den beiden erfahrenen Männern. Seit mehr als einem Jahrzehnt bearbeiten sie als Team Nachlässe und wissen nicht immer so viel über den Verstorbenen wie in diesem Fall. Zuletzt alleinstehend, aber aus dem Schriftstück, die wir gefunden haben, wohl noch zumindest also geistig durchaus fit.
Aber offensichtlich ist die Organisation, das Leben in der Wohnung und alles, was damit zusammenhängt, steht, also doch schon überfordert zum Teil. Weil man sieht ja auch, ist alles zugestellt. Es ist so der scheinbar typische Fall, alleinstehender Mann dann. Frau stirbt relativ spät und man kommt dann so mit den Alltagsdingen nicht mehr zurecht. Die andere Seite ist die, was hier an Büchern drin steht. Das war sicherlich auch schon da, als seine Frau noch lebte. Also offensichtlich war jemand bücheraffin und konnte sich halt von den Dingen auch nicht trennen. Es gilt, die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen zu finden. Ich würde gerne noch mal da hochschauen. Gucken Sie mal, da hängt ein Portemonnaie dazwischen, zwischen den Büchern. Da ist nichts, okay. Hätte ja mal sein können. Die ganze Wohnung ist bis unter die Decke vollgestellt mit Büchern und gebundenen Zeitschriften aus Jahrzehnten. Also für einen Bibliothekar sicherlich das ein oder andere Spannende dabei, aber Simonow, der letzte Sommer, ne, Melville, weiße Jacke, das sind alles keine wirklichen Renner. Das sind antiquarisches, ne? Welches Jahr? 1800? 94. 94. Also, das hat er vielleicht sogar selber auch im Antiquariat gekauft, ne? Das sieht noch gut aus. Können wir in Leipzig mal gucken. Wir müssen alles umdrehen und auf den Kopf stellen und gucken, ob was rausfällt. In so einer Wohnung muss ich halt auch gucken, wenn ich weiß, dass der Erblasser auf dem Konto eben doch auch ein bisschen Bargeld hat. Immerhin hier auch ein fünfstelliger Betrag. Der hat gern Münzen gesammelt. Die Münzen, die werden wir sicherlich finden. Im Einzelnen ein paar haben wir schon beim ersten Mal gesehen. Da wird zwischen den Büchern wahrscheinlich kein Geld sein, aber man muss halt trotzdem da noch mal durchgehen, gucken, dass man vermeidet, dass eben dort Nachlass verloren geht, weil man nicht genau genug nachgesehen hat. In Lahnstein verschafft sich Nachlasspfleger Stefan Mross einen Überblick über das Erbe einer mit Mitte 70 verstorbenen Dame, die für ihr Leben gerne einkaufte. Das wurde mir im Vorfeld auch schon berichtet, dass sie sehr, sehr viel bestellt hat. Aufgrund ihrer Krankheit hat sie da komplett den Überblick verloren. Und ich glaube, dass solchen Menschen das dann auch gar nicht mehr bewusst ist, was sie da machen. Hier ist also auch alles voll Klamotten, bis in die letzte Ecke gequetscht. Ja, hier ist auch alles reingepresst. Da ist überhaupt kein Platz mehr drin, noch irgendwas groß reinzulegen. Mit Sicherheit auch viele, viele neue Sachen, die nie getragen wurden. Und wenn man das dann alles zusammenrechnet, das heißt der viele Modeschmuck, die viele Kleidung, neuwertige Schuhe, da kommen natürlich auch immense Summen zusammen. Unglaublich, trotz der Massen an Bestellungen merkt die Familie lange nichts von der Kaufsucht. Hier ist ein Kleiderbügel mit unzähligen Gürteln. So, und dann mal schauen, was hier noch vorhanden ist. Hier ist auch alles komplett. Da würde es mir schon schwerfallen, überhaupt einen Teil rauszufinden, wenn ich jetzt eins haben wollte. Das sieht auch alles sehr neuwertig noch aus. Hier sind auch noch mal unzählige Gürtel und Handtaschen, jede Menge Handtaschen. Da könnte man ja schon fast ein Taschengeschäft mit aufmachen. In dieser Vielzahl der Taschen sind alle leer. Also das sind ja unter Umständen 30, 40, 50 verschiedene Taschen. Selbst für eine Frau, finde ich, ist das schon sehr ungewöhnlich. Was er mit der ganzen Kleidung, die teilweise noch völlig neu und ungetragen ist, machen wird, weiß er noch nicht. Ich muss mir da einfach auch mal Gedanken darüber machen, ob man die Sachen noch verkaufen kann, ob man die vielleicht im Second-Hand-Laden, dass da jemand vorbeikommt und sagt, ich biete Ihnen das, wenn ich das alles mitnehmen kann, dass ich dafür den Nachlass noch was reinhole. Aber es ist erfahrungsgemäß mit Kleidung schwierig. Erst einmal kümmert er sich um die Juwelensammlung. Ja, Zeit für die Kiste. Ich muss jetzt den ganzen Schmuck, auch wenn ich mir so sicher bin, dass das alles kein echter Schmuck ist, aber ich kann es ja dann auch nicht 100% beurteilen. Ich muss jetzt den ganzen Schmuck zusammenlegen in der Kiste und dann zu meiner Juwelierin bringen, dass die sich das anschaut und letztendlich mir bescheinigt, dass das alles Modeschmuck ist, der keinen Wert darstellt. Die müssen auch noch mit. Den nehme ich rein vorsorglich auch mit. Obwohl er schon fast 100 Nachlässe bearbeitet hat, so ein Fall ist ihm bisher noch nicht begegnet. Also Schmuck bei Frauen ist ja eigentlich die Regel. Aber in so einer großen Masse Modeschmuck habe ich noch nie gehabt.
Das erstaunt mich selbst. In Bernburg in Sachsen-Anhalt sind Anwalt Lutz Bär und sein Mitarbeiter Frank Altmann in einer völlig zugestellten Zwei-Zimmer-Wohnung unterwegs. Machen wir die mal auf und versuchen sie mal aufzumachen. Aha. Und es ist natürlich, wie oft auch, Stahlkassette und es befinden sich oft nicht mal wertvolle Dinge drin, sondern irgendwelche Briefe, Korrespondenzen, die der Verstorbene da reingelegt hat. Okay. Der Verstorbene war ganz offensichtlich ein großer Sammler und Bücherfreund. Weil er ohne Testament und offenbar ohne Erben starb, muss jetzt der vom Gericht bestellte Nachlasspfleger entscheiden, was wertvoll ist und was auf den Sperrmüll kommt. Dem Erblasser hat das viel bedeutet, aber wir müssen ja nach Kaffee-Gesichtspunkten vorgehen und die Frage stellen, gibt es für bestimmte Sachen noch Sammler, Interessenten? Und nicht nur das, sondern kann man das also auch mit vertretbarem Aufwand umsetzen, also verwerten? Weil es macht ja keinen Sinn, wenn man am Ende von einem Sammler für 5 Bände 50 Euro bekommt und man für das Aussortieren und Verbringen das Gleiche oder sogar mehr aufgewandt. Das ist dann wenig sinnvoll. Das heißt, am Ende geht unheimlich vieles, hier sicherlich auch, aber auch in anderen Nachlässen, in den Sperrmüll. Das tut einem schon in der Seele weh, aber es gibt eben nicht für alles und für jedes Ding eine Aufbewahrungsstelle. Das ist das Schwierige. Uah, Staub ohne Ende. Trotz des Durcheinanders in den 10 Jahren als Nachlasspfleger haben die beiden schon deutlich Schlimmeres erlebt. Es hat schon viel Schlimmeres gegeben. Das ist noch nicht der Wettbewerbssieger, wenn man das mal so betrachtet. Also es gibt schon noch auch viel kleinere und noch viel mehr mit Dingen angefülltere Wohnungen. Viel größerem Unordnungszustand und auch insgesamt. Insofern ist das so verwunderlich dann nicht mehr nach so vielen Jahren, wo wir das jetzt machen. Hier haben wir zum Beispiel auch mal ein Kunstwerk. Allerdings steht schon fest, würde ich denken, dass das nichts ist. Es war ein Peter Paul Rubens Selbstbildnis mit Isabel Kahn, aber es ist offensichtlich eine schlichte Reproduktion. Aber immerhin ein toller Rahmen rundherum. Solche aus Holz geschnitzten Rahmen, da gibt es durchaus interessierte Leute, Sammler, Maler, die sowas suchen, wo man dann nochmal 50 Euro kriegt man da auch nochmal realisiert. In Rheinland-Pfalz ist Stefan Ross unterwegs zu einem neuen Fall. In diesem Haus verstarb vor einem Jahr die kinderlose Besitzerin. Seit die nächsten bekannten Verwandten das Erbe ausschlugen, ist Stefan Ross auf Erbensuche. Hier in der Küche fand er den ersten Hinweis. Ich hatte nur einen Hinweis, dass die Erben aus Österreich sind. Das war aber auch schon alles. Ich habe hier in der Küche einen Kalender, einen Jahreskalender vorgefunden, in dem ein Mann eingetragen ist an Weihnachten, der denselben Nachnamen hatte. Und hier steht Geburtstag 78, sodass ich ja dann noch davon ausgehen muss, dass er noch lebt, weil der Geburtstag da vermerkt wurde. So hatte ich schon mal einen Namen, aber noch nichts weiteres und musste mich dann auf den Weg machen, um weitere Informationen hier im Haus zu finden, um den Erben auf die Spur zu kommen. Doch nicht nur um mögliche Erben kümmert sich der Nachlasspfleger, sondern auch um den Erhalt des Besitzes. In diesem Fall das Reihenhaus, das schuldenfrei und abbezahlt ist. Ich muss ja immer schauen, dass hier kein Sturmschaden ist, dass hier die Heizung auf kleiner Sparflamme läuft, dass hier einfach nichts passiert. Ja, und deswegen muss ich bei all meinen Objekten, die ich habe, immer regelmäßig nach dem Rechten schauen. Alles hier ist noch so wie an dem Tag, als die Dame plötzlich in ihrem Haus verstarb. Ich muss es halt so lassen, weil die Erben, wenn die mal ermittelt sind und die Nachlasspflegschaft dann beendet ist, die müssen ja dann entscheiden, was mit den Dingen hier passiert. Die Verstorbene lebte alleine mit ihren Katzen, ihr Hobby, kleine filigran gestaltete Setzkästen im ganzen Haus verteilt und mit viel Liebe zum Detail in ihrer perfekt ausgestatteten Kellerwerkstatt angefertigt. Hier steht noch der Candice-Zucker und die Brille und hinten sind angefertigte Teile. Vielleicht hat sie noch wenige Stunden vor ihrem Tod hier gearbeitet oder einen Tag vorher und ist eigentlich mit dem Gedanken hier weggegangen, morgen mache ich weiter und zu dem Morgen ist es leider nicht mehr gekommen, weil sie verstorben ist plötzlich. In Sachsen-Anhalt in Bernburg arbeiten Anwalt Lutz Bär und sein Mitarbeiter Frank Altmann unter erschwerten Bedingungen. Vorsicht, langsam. Ja, ja. Der Strom ist abgeschaltet. Deshalb muss ein Scheinwerfer reichen, um sich einen groben Überblick in der vollgestellten Zwei-Zimmer-Wohnung zu verschaffen. Das ist ein richtig schöner alter Schrank. Der ist aber eben eingebaut, rundherum mit Regalen. Und das scheint mir so von einem alten, ich sag mal, so einer Möbelschrankwand, die Blenden zu sein. Da hat man also umbaut, um Stauraum zu bekommen und um solche Dinge hier zu verstecken. Schachfiguren, ne? Dias. Dias, offensichtlich mal viel fotografiert.
Also in jede Schachtel. Das ist immer so ein bisschen auch, deswegen habe ich meinen Mitarbeiter Herrn Altmann, der hat einen guten Instinkt für bestimmte Sachen. Der weiß also, in welche Schachtel man auf jeden Fall gucken muss. Und wenn man, ich sag mal, die meisten Schätze schon gefunden hat, dann weiß man, dass man bei den übrigen Sachen schon ein bisschen großzügiger suchen kann. Aber im Endeffekt, so eine Wohnung ist eben wirklich nicht in ein paar Stunden erledigt, sondern hier muss man ganz zielgerichtet umsetzen. Weil man sieht ja auch, es ist alles ziemlich voll, es ist sehr eng. Das heißt, wir müssen uns auch überlegen, wie wir die Sachen umschichten. Am Ende wird man Kompromisse machen und ja, genau genommen jedes Blatt von links nach rechts drehen wird nicht so sinnvoll sein. Das ist wirklich hier so eine Schatzsuchengeschichte. Schauen Sie mal, ist dahinter müsste es hohl sein, ne? Oh ja. Weil dort kann man Alan draufstellen, sehen Sie, das meinte ich. Ja, leider leer. Aber da sehen Sie, aber, da ist so eine Schachtel, ja. Das, da müsste man mal gucken. Das wäre was für meine kleinen Fingerchen. Ui, noch Münzen. Anwalt Lutz Bär verlässt sich gern auf den guten Riecher seines Mitarbeiters. Ich war jahrelang Zöllner gewesen und habe da auch ein bisschen Vorkenntnisse, sag ich mal, wo man etwas eventuell verstecken könnte. Hier ist noch so ein Teil. Das ist ja lustig. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Gut, da hat er wieder Dias drin. Da hat er Dias drin, ja, zur Ablenkung. Ja, na ja. Man fühlt sich eigentlich, man fühlt seine Arbeit bestätigt, sag ich mal. Das ist es. Man fühlt es bestätigt, man ist nicht umsonst dorthin gegangen und man wusste, dass dieser Verstorbene eventuell irgendwo etwas hat und man hat es gefunden. Ja. In Rheinland-Pfalz verstarb eine kinderlose Dame. Ihre Nichte schlug das Erbe aus. Der Job des Nachlasspflegers, mögliche andere Erben finden. In mühevoller Kleinarbeit durchsucht er das ganze Haus. In einer Kammer findet er einen Karton. Nachdem ich diesen geöffnet hatte, stellte ich fest, dass hier viele Weihnachts- und Geburtstagskarten drin waren. Und auf einer dieser Karten stand wieder derselbe Name, der unten auf einem Kalender stand, aber diesmal mit einer Anschrift. 15 Erben in Österreich kommen rechtlich in Betracht, doch nur 3 sind bereit, das Erbe, das immerhin 6-stellig ist, anzutreten. Es gab zum einen persönliche Gründe, dass die Erben sagten, sie hätten mit der Sache ja nichts zu tun und kannten diese Frau gar nicht und wollten einfach dann auch kein Erbe antreten. Der andere Grund war aus der Entfernung her, dass die, ich will nicht sagen misstrauisch waren, also nicht mir gegenüber, sondern sie irgendwo immer dachten, das ist ja alles so weit weg, so viele Kilometer und ist das dann auch alles wirklich so, wie der Nachlasspfleger das sagt oder nehmen wir dann nachher was an und wer weiß, was da auf uns zukam. Bis die Erben jetzt den Nachlass antreten, muss Stefan Ross alles verwalten. Dazu gehört auch, mögliche weitere Werte aufzuspüren. Das ist meine Aufgabe. Ich muss ja wirklich sicherstellen, dass keiner, also jetzt in dem Fall die Erblasserin, hier etwas versteckt hat. Wenn ich zum Beispiel in die Küche gehe und oben stehen Tassen oft auf den, ich muss in jede Tasse reinfassen, um wirklich einfach sicherzustellen, dass nirgendwo was drin ist. Und so muss ich auch zumindest stichprobenartig in die Bücher reingreifen und einfach mehr so durchblättern, ob da nicht irgendwelche Geldscheine oder sonstige Unterlagen drin sind. In Bernburg in Sachsen-Anhalt sind Anwalt Lutz Bär und sein Mitarbeiter Frank Altmann in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Weil der Strom bei dem Verstorbenen schon abgestellt ist, arbeiten sie unter erschwerten Bedingungen. Ja, es ist eine Notsituation. Normalerweise nicht. Also eigentlich sind wir grundsätzlich bei Tageslicht unterwegs. Nur heute ist halt, wir haben ja späte Jahreszeit im November und es ist halt schon dunkel. Und was wir nicht eingeplant haben, ist, dass hier offensichtlich der Strom abgeschaltet ist. Oder jedenfalls das normale Wohnungslicht nicht mehr zugänglich ist. Dann wird es ja auch noch gehen. Aber so mit einem Hilfslämpchen macht das keinen Sinn. Die Blechkiste, die kleine. Ja, ne? Die beiden finden jede Menge Briefmarken. Die kenne ich aus meiner eigenen Sammlung, ne? Olympische Spiele. 1988, ne? Ja, ich bin selbst Briefmarkensammler viele Jahre gewesen. Also es ist im Prinzip so, Sie müssen gucken, es gibt Einzelstücke, die können schon also auch 10, 15 oder 20.000 Euro wert sein mittlerweile. Blaue Mauritius, eher unwahrscheinlich, dass wir die hier finden, weil die paar Stücke, die es auf der Welt noch gibt, die sind, das ist relativ bekannt, wo die sind. Aber ja, man muss immer mal gucken, in der Mehrzahl eher nicht. Oh. Ich mag gar nicht mehr wieder rein. Müssen wir jetzt einfach so lassen. Obwohl das Wohnzimmer nur etwa 20 Quadratmeter groß ist, finden Sie in dem vollgestellten Raum in jeder Ecke etwas Neues. Das ist auch noch mal eine Kiste mit so Sammelmünzen und verschiedenes anderes. Ja, die sind offensichtlich zum Teil in so Fotohülsen mit drin. Ist ja lustig. Naja.
Da wird es unter Umständen auch noch andere Dinge an anderer Stelle geben. Da müssen wir sicherlich noch mal ganz genau nachschauen. Denn wenn eine so eine Kiste da ist, ist meist auch noch mehr da. Neben den Münzen, die sie bisher gefunden haben, ist dieser alte Schrank, den der Verstorbene mühsam umbaut hat, für die beiden Männer spannend. Wenn man einen findet, der sagt, ja, man zahlt was dafür, dann muss man wiederum gucken, wie kriegt man den hier raus, wer nimmt den auseinander. Weil ich kenne solche Schränke, kenne ich. Die sind eigentlich wunderbar auseinanderzunehmen. Nur haben wir ja gesehen, dass der überall angefüllt ist mit Sachen und Dingen. Das heißt, die müssten alle raus, die Umbauten müssten weg. Das ist also schon mit einem Riesenaufwand verbunden. Es sei denn, wir stellen fest, das ist ein ganz besonderes, wertvolles Barockmöbel. Und dann denkt man natürlich nicht mehr drüber nach, sondern der wird ja versteigert. Beim guten Versteiger. Und dann kriegen wir vielleicht noch mal das Doppelte von dem, was wir schon im Nachlass haben. Dazu ist ja natürlich super. In Lahnstein ist Nachlasspfleger Stefan Ross zurück in seinem Büro. Einen Teil der Nachlässe lagert er, bis er die Erben ausfindig gemacht hat. Häufig muss er auch den Sperrmüllcontainer bestellen und das, was nur ideellen Wert hat, wegwerfen. Das tut einem schon leid, weil da hängt ja irgendwo auch eine Geschichte, eine Biografie dran. Aber in dem Moment, wenn derjenige die Augen zumacht, ist das ja eigentlich null. Ja? Und dann landet das ja leider, weil es halt in der Regel keinen Wert darstellt, auf dem Müll. Ja, es muss ja entsorgt werden. Der Rest wird verkauft und zu Geld gemacht. Denn darum geht es in seinem Job. Werte ermitteln, dem Nachlass zuordnen und Erben suchen und finden.